Ja, guten Tag. Herrlich, Sie alle hier zu sehen und nicht draußen auf der Straße, wo so wunderschönes Wetter ist. Danke, dass Sie alle gekommen sind zu unserer Lesung mit Güzel Yakhine. Wir lesen und sprechen heute über Ihren letzten Roman Echelon nach Samarkand, wo vielleicht das Leben wartet. Die Veranstaltung wird veranstaltet vom Levkopele Forum und Kulturreferat für Russlanddeutsche und gefördert von der Beauftragten von Kultur und Medien. Habe ich richtig ausgesprochen? Fast. Na, ich übe. wir machen eine Lesung mit Textauszügen, sprechen ein bisschen über das Buch und dann wird es einen zweiten Teil geben, den wir nicht aufzeichnen werden. Und wir bitten Sie alle, keine Aufzeichnungen heute zu machen. Fotos ja, aber Gesprächsaufzeichnungen bitte nicht. So, Güzel Yakhine, willkommen im Levkopele Forum. Schön, dass Sie zum dritten Mal da sind. Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team. Ich hoffe noch auf sehr viele Bücher von Ihnen, weil das immer spannende Romane sind und es einfach toll ist, die Bücher immer wieder hier vorzustellen. Normalerweise macht die Moderatorin ein paar einleitende Worte und legt los. Heute haben wir uns gedacht, dass es wichtig ist, dass Frau Yakhine, bevor wir mit der Lesung beginnen, ein paar Worte zum Publikum spricht. Bühne frei. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank, liebe Gäste, dass Sie gekommen sind. Und ich halte es auch wichtig, ganz am Anfang einige Worte dazu sagen, was in der Welt passiert, damit wir nicht so machen, als geschehe nichts. Eigentlich geschehen es heutzutage unglaubliche Dinge. Die glaube ich jeden Tag nicht, aber die passieren immer wieder. Und man könnte sich auch vielleicht keine schlimmere Zeit für die Präsentation eines Romans vorstellen, beziehungsweise eines russischen Romans. Aber gleichzeitig könnte man sich ja auch keine bessere Zeit für ein Gespräch finden, für ein menschliches Gespräch, wo nicht die Politiker, nicht die Waffen, nicht die Propagandisten zueinander sprechen, sondern die ganz normalen Menschen wie wir. Und dadurch halte ich es sehr wichtig, auch heute einen Dialog zu haben. Und es wäre schön, einen Dialog zu haben. Ich lade Sie herzlich ein zu einem Gespräch, in der ersten Linie über das Buch, über den neuen Roman, aber auch nicht nur, aber auch über die Situation heute. Leicht finden sich Parallele von der sowjetischen Geschichte dazu, was heute geschieht. Und das alles können wir, glaube ich, auch ganz gut heute besprechen. Eigentlich ist das, was seit dem 24. Februar passiert, eine Katastrophe. Und das halte ich für die Katastrophe für 200 Millionen Menschen. Genau so viel leben in drei Ländern, in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland. Und diese 200 Millionen Leben haben sich an dem Tag unwiderruflich verändert. Diese Leben werden nie sein wie zuvor, obwohl nicht alle von diesen Leuten das auch begriffen haben. Eigentlich habe ich drei Romane geschrieben und das sind die Romane, alle drei über die frühe sowjetische Geschichte. Heutzutage stellt sich natürlich die Frage, ob es man heute darf oder soll, die Romane über diese so weit gelegenen Ereignisse zu schreiben und auch zu lesen, ob es überhaupt heute Sinn hat. Und meine Antwort darauf ist, man soll es nicht nur, man muss es auch machen, um die Ursachen von heutigen Geschehnissen zu verstehen, um das zu verstehen, was heute passiert. Eigentlich sind meine Romane alle drei dem Thema Verhältnis zwischen dem Menschen und dem Staat gewidmet. Das ist halt das Wesentliche in der Sowjetunion und auch im modernen Russland. Diese Konstellation zwischen dem großen, riesengroßen, allmächtigen Staat und einem kleinen,
winzigen, wortlosen, rechtlosen Menschen. Das ist halt das Wesen der Sowjetunion, war das Wesen der Sowjetunion und ist auch das Wesen vom heutigen Russland. Ich glaube, dass die sowjetische Geschichte mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 nicht zu Ende ist. Ich glaube, die setzt fort und heutzutage leben wir immer noch in dem Staat, der vor 100 Jahren gegründet worden ist. Und heutzutage versuchen wir immer noch, die Knoten zu erwirren, die damals vor 100 Jahren gebunden waren. Dadurch halte ich es für sehr wichtig und nötig, auch die Romane über die sowjetische Geschichte, über die sowjetische Vergangenheit zu schreiben und auch zu lesen. In meinen Büchern stelle ich mir oder dem Leser auch einige Fragen. Und eigentlich beim Schreiben von diesem Roman habe ich mir folgende Fragen gestellt. Warum beugt sich der Mensch klaglos der Staatsmaschinerie? Was geht in denen vor, für die Bürgerpflicht und Menschenpflicht in Konflikt geraten? Kann man als Werkzeug eines totalitären Systems ein Mensch bleiben? Und worin liegt das Geheimnis der Langlebigkeit des sowjetischen Phänomens? Das ist ja wirklich ganz, ganz langlebig. Alle diese Fragen waren für mich Motivation, dieses Buch, diesen Roman, wo vielleicht das Leben wartet, auch zu schreiben. Der historische Roman über die sowjetische Vergangenheit ist also für mich ein Werkzeug, die Gegenwart Russlands besser zu verstehen. Aber gleichzeitig ist dieses Thema Bewältigung der sowjetischen Vergangenheit ein unerlässlicher Schlüssel für die demokratische Zukunft. Ohne das geht es nicht weiter. Eigentlich ist es unsere Hausaufgabe in Russland, die wir nicht gemacht haben. Ich mag sehr das Zitat von dem Historiker Kluczewski, der sagte, Geschichte ist keine Lehrerin, sie ist eine böse Wärterin. Sie lehrt uns nicht, bestraft aber ganz hart für die nicht gemachte Hausaufgabe. Und dieser Umgang mit der sowjetischen Geschichte, die Entkommunisierung und die Bewältigung der sowjetischen Traumas, das ist das, was in Russland nicht gemacht worden ist. Und das, was unsere Aufgabe für Zukunft ist. Ohne das, wie ich das sehe, ist die Zukunft auch nicht möglich. Das wollte ich einfach als Einstieg in das Thema sagen und gehe ganz gerne auch zum Roman über. Und für diejenigen unter Ihnen, die das Buch noch nicht gelesen haben, in dem Buch gibt es zwei Hauptfiguren. Das ist ein ehemaliger Rotarmist und Eisenbahner Dev. Der ist der Chef des Zuges. Er hat die Aufgabe, einen Sanitätszug mit 500 elternlosen Kindern von Kasan an der Wolga nach Samarkand, damals Turkestan, heute Usbekistan, zu bringen, um sie vor dem Hungertod zu retten. Die zweite Hauptperson ist Kinderkommissarin Belaya. Und dann gibt es da noch einen Fälscher und wirklich eine Handvoll Frauen, die sich um diese 500 Kinder kümmern. Und der Roman lebt unter anderem auch davon, dass wir diese zwei Hauptfiguren haben. Dev, so ein weicher Mensch, viel zu weich, um diesen ganzen Transport, so glaubt man, zu organisieren. Er musste die Waggons organisieren, Lebensmittel bekommen, Kleidung für die Kinder. Und er muss auch unglaublich streng sein, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Und die Kinderkommissarin Belaya, die im Russischen sagt man, ein Mann im Weiberrock ist knallhart und der Konflikt, der zwischen den beiden anfänglich entspannt, hat dann seinen Höhepunkt. Da will ich aber nicht allzu viel verraten. Und bevor wir auf den Kinderzug eingehen und auch die ersten Lesestellen lesen werden, finde ich, ist es ganz wichtig, so ein bisschen zu erklären, warum braucht man in einem Zug, in dem es ja darum geht, die Kinder zu schützen, also eine Krankenschwester zu haben, jemanden zu haben, der das alles organisiert, warum braucht man da überhaupt eine Kinderkommissarin?
Was ist das für ein Mensch, was für eine Figur und vor allen Dingen, was macht eine Kinderkommissarin? Eigentlich hat Kinderkommissarin die Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen. Der Zugführer, der hat die Aufgabe, den ganzen Zug bis Samarkand zu bringen und die Kinderkommissarin kümmert sich halt um die Kinder. Das ist diese Aufteilung der Aufgaben. Ich habe mir selbst die Aufgabe gestellt, dass dieses Paar, Zugführer namens Dave und Kinderkommissarin namens Belair, dass dieses Paar ganz interessant ist. Deswegen habe ich die auch als Polen gestaltet. Da sind zwei Polen des Charakters, so ein weiblicher, weicher Dave und eine Frau mit einem männlichen Charakter Belair. Aber gleichzeitig sind es auch zwei Polen im Verstehen der Menschlichkeit. Und zwischen diesen Polen funkelt es, es entwickelt sich eine Liebesgeschichte und das bildet halt auch einer der Bausteine vom ganzen Sujet. Und ich lese Ihnen jetzt eine Stelle ab Seite 185, also es ist schon sehr weit im Roman fortgeschritten und das ist eine Art Rückgriff, um zu erklären, wie Bielay überhaupt zu ihrer Aufgabe gekommen ist. Ist aber eine sehr, sehr wichtige Stelle, weil man dort auch erkennen kann, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass es ein Zug für Kinder organisiert werden muss. Darf ich kurz fragen, wer von Ihnen muttersprachlich Russisch ist? Ja, dann geben wir Ihnen doch die Gelegenheit, ein paar Zeilen auf Russisch zu hören von der Autorin. Und dann lese ich den deutschen Text. Aber nur ein paar Zeilen. В доме стоит крепкий людской дух. Пахнет потом, дыханием множества ртов и немытыми волосами. Человеческой речи не слыхать, но по шевелению воздуха вокруг, по идущим со всех сторон слабым волнам тепла, Белая понимает – люди. Иногда из темноты доносятся звуки человеческого присутствия, то вздох, то всхрап, то хриплый кашель, клокочущий откуда-то из глубины живота. Wir lesen jetzt eine Stelle, da geht es darum, dass, bevor es überhaupt den Kinderzug gegeben hat, Biela ja so eine Art Inspektionsreise machen musste durch das Land. Sie fährt durch verlassene Dörfer, in denen die Häuser leer sind, in denen es kaum Menschen mehr gibt, kaum etwas zu essen und wo sie dann doch noch so etwas wie Leben entdeckt. Im Haus war die Luft zum Schneiden dick. Es roch nach Schweiß, nach den Ausdünstungen vieler Münde und ungewaschenen Haaren. Niemand sprach, doch die Luftbewegung und die schwachen Wärmewellen von allen Seiten sagten Bielaja, dass Menschen im Raum waren. Hin und wieder hörte man im Dunkeln jemanden seufzen, schnarchen oder tief aus der Brust husten. Nach und nach gewöhnte sich das Auge an die Finsternis und begann Einzelheiten zu unterscheiden. Die Umrisse der Dorfbewohner traten deutlich hervor. Wie viele es waren. Aus irgendeinem Grund hockten sie in Grüppchen dicht beieinander, zu fünft, zu acht oder auch in einem ganzen Dutzend. Keiner saß oder lag einzeln, überall waren mehrere eng zusammengerückt. Dicht gedrängt, wie im Märchen, saßen die Frauen auf Bänken, eng umschlungen kleine Kinder auf dem Schoß. Am Fußboden drängten sich die Männer. Hässlich aufgequollene oder bis auf die Knochen abgemagerte Leiber klumpten sich unter den Fenstern am Tisch und sogar in der Agitationsecke zusammen wie aufgeschichtete Holzscheite. Um den Ofen drängten sich die Alten, klebten mit Wangen, Schultern und Rücken an den gekalkten Seiten, breiteten ihre Bärte darauf aus und legten die runzligen Hände darüber. Von dem gemauerten Ofen war kein Zoll breit zu sehen. Nur greise Körper, die ihn von allen Seiten umdrängten. Die Menschen schwiegen. Alle atmeten, verschwendeten ihre Kraft aber nicht auf ein leeres Geplapper oder überflüssige Bewegungen, sondern sorgten sich nur darum, dass es im Haus warm blieb. Hin und wieder löste sich eine Gestalt aus einer Gruppe, schleppte sich zu einem Eimer mit Wasser, trank und tappte zurück. Warum diese Leute sich wohl hier alle zusammendrängten? War das eine Versammlung? Die Antwort gab der Vorsitzende des Dorfsowjets, der etwas später auftauchte. Mit dem schleppenden Schritt des Aufgeschwemmten trat er ein.
Aus einer bisher fest verschlossenen Truhe holte er eine Petroleumlampe hervor und zündete sie an. Er schloss eine Falltür auf und nahm ein paar Holzscheite aus dem Gelass. Wenn er Petroleum und Brennholz nicht wegschloss, erklärte er dann, schleppten die Leute sofort alles in ihre Häuser, so schwach sie auch waren. Zunächst freute er sich über den Gast aus der Hauptstadt und widmete sich ihm mit großer Hoffnung. Doch als er hörte, dass es sich lediglich um eine Inspektion handelte, waren Freude und lebhaftes Interesse rasch wieder verflogen. Dann erklärte er: Seit Monaten leben wir jetzt so, das ganze Dorf eng zusammengerückt. Viele haben kein Brennholz mehr, aber auch nicht die Kraft, welches zu sammeln. Da zieht es die Leute eben in den Sowjet, wo es warm war. Manche haben nicht einmal Wintersachen, können also bei Frost nicht hinausgehen. Etwas zu essen hat schon lange keine mehr. Vieh und Geflügel haben wir bis zum Herbst geschlachtet. Jetzt auch Hunde und Katzen, Mäuse und Eidechsen gefangen. Was die Leute essen? Allen möglichen Dreck. Sie graben unter dem Schnee Gras aus, zerstoßen und kochen Zweige, sammeln Tannennadeln, Zapfen oder Moos. Eicheln werden zerstampft und viele Male gekocht. Die Dummen fangen an, Steine zu schlucken, kochen Suppe aus Sand. Manche haben versucht, Holz zu zermahlen, brachten es aber nicht hinunter. Eine hat sogar aus Eichenholzmehl einen Teig geknetet, der roch nach Brot. Wir warten auf das Frühjahr, dass es warm wird und frisches Grün wächst. Noch mehr aber warten wir auf Lieferungen aus der Zentrale. An Getreide denken wir gar nicht. Aber vielleicht Erbsen oder Ölkuchen vom Sonnenblumenkernen? Wissen Sie, ob es in diesem Jahr noch Lieferungen geben wird? Beleja musste an die vielen hundert Waggons mit Lebensmitteln denken, die an den Eisenbahnstrecken auf Lokomotiven warteten. Sie schüttelte den Kopf. Das weiß ich nicht. Der Vorsitzende nickte verständnisvoll. Wir brauchen ja nicht viel. Wenn wir wenigstens für die Kinder etwas zu essen hätten. Die Kleinen in der Wiege sterben rasch und quälen sich nicht. Aber die schon laufen können, haben es schwerer. Sie nagen sich die Finger bis auf die Knochen, kauen alles, was sie erwischen, Riemen, Stricke, alte Fußlappen und kriegen keine Luft, weil sie es nicht schlucken können. Sie bekommen schnell Typhus, Skorbut oder Würmer im Mund. Manche haben Wunden am ganzen Körper, die nicht heilen. Wir haben im Dorf auch eine Krankenstation, aber die ist sinnlos, denn die Kinder werden vor Hunger nicht gesund, auch die Erwachsenen nicht. Vielleicht sollten wir die Station bis zum Sommer schließen, um nicht unnötig Brennholz zu verschwenden. Wieder musste Beleja den Kopf schütteln. Sie konnte ihm keinen Rat geben. Ich weiß auch nicht, sagte der Vorsitzende. Brennholz wird heutzutage mit Gold aufgewogen. Außer dem Dorfsowjet und der Krankenstation heizen wir noch einen Stall am Dorfrand, wo die Geistesgestörten untergebracht sind. Der Hunger raubt manchen Menschen den Verstand. Morgens ist ein Mann noch ganz vernünftig und abends kann er schon von Sinnen sein, brüllt herum, greift die Nachbarn an, droht, die eigenen Kinder aufzuessen. Solche sperren wir weg, damit sie mit ihrem Wahnsinn nicht noch die anderen anstecken. Vielleicht sollte ich denen kein Feuerholz mehr geben, es besser für die Krankenstation aufheben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, sagte Beleja, erhob sich und gab Jaschkina ein Zeichen, die von der Wärme ganz matt geworden war. Wir fahren, müssen noch das nächste Dorf erreichen, bevor es Nacht wird. Der Vorsitzende nickte. Fahren Sie gleich. In der Nacht kann es gefährlich sein, draußen herumzuziehen. Können Sie vielleicht einen Verhafteten mitnehmen? Wenn Sie sowieso nach Sibirsk fahren, geben Sie dort bei der Miliz ab. Wir können ihn hier nicht festhalten, weder in der Krankenstation noch im Dorfsowjet. Die Leute haben Angst. Immerhin ist er ein Verbrecher. Und in den Stall zu den Geistesgestörten zu gehen, hat er selber Angst. Doch wir können wegen einer Person kein Fuhrwerk losschicken. Und eine Mitfahrgelegenheit bieten in diesem Monat nur Sie. Nein, erklärte Beleja und stieg aus dem Schlitten. Einen Verbrecher nehmen wir nicht mit. Er ist kein bisschen gefährlich, versuchte der Vorsitzende, sie zu überreden. Im Gegenteil, er ist ein Mann mit einem guten Herzen. Er hat für seine zwei Töchterchen nichts mehr zu essen und hat sie mit einem Kissen erstickt.
damit sie sich nicht weiter quälen müssen. Zuvor hat er ein Grab ausgehoben und für die beiden gemeinsam einen Sarg gezimmert. Er hat sie zuerst begraben und danach sofort zum Sowjet gekommen und hat sich selbst angezeigt. So einer ist das. Fahren Sie schon, befahl Beria dem Schlittenführer. Worauf warten Sie? Los! Und sie fuhren durch leere Straßen, über denen blaue Dämmerung lag, vorbei an dunklen Häusern, die trübe unter dem Schnee hervorlugten. Die schwachen rötlichen Lichter des Dorfsowjets auf der Anhöhe und das riesige Kreuz waren zu sehen, bis sie das Ende des Dorfes erreicht hatten. Aus einem einzelnen dunklen Bau waren plötzlich Schreie zu hören. Es waren zwei tiefe Stimmen, die beinahe unisono ein unheimliches Brüllen erschallen ließen. Der Stall mit den Geistesgestörten, dachte Bielair bei sich. Dann kam noch eine weitere Stimme hinzu. Der dritte brüllte nicht, sondern weinte und wiederholte immer wieder die gleichen Worte. Was ruft er? Erkundigte sich die Kommissarin bei Jaschkina. Die antwortete schläfrig, schlagt Alarm. Dann fuhren sie über ein freies Feld, ringsum von Horizont zu Horizont eine endlose dunkle Weite. Der Mond wirkte wie ein in den Himmel gebohrtes helles Loch. Zwei parallele glänzende Streifen liefen vor ihnen her bis zum nächsten Dorf, die wenig befahrene Schlittenstraße. Schlagt Alarm! Die Stimme überschlug sich. Schlagt Alarm! Schlagt Alarm! Am liebsten wäre Bela ja jetzt unter die Schaffelle am Boden des Schlittens gekrochen, hätte sich in das Heu gewühlt und sich die Ohren zugehalten. Aber sie nahm sich zusammen und rührte sich nicht. Alarm! Schallte es über die leeren Felder. Alarm! Mein Großvater war Jahrgang 1909 und mein Großvater ist an der Wolga geboren und aufgewachsen. Und ich habe ihn viel gefragt, er hat mir viel aus seinem Leben erzählt, aber es gab einen Zeitpunkt, eine Periode, über die er nie mit mir reden wollte. Und das war diese Hungerkatastrophe, die er als Kind erlebt hat. Also immer, wenn ich sagte, Großvater, erzähl, sagte er, ich will das nicht. Ich will mich nicht noch einmal daran erinnern müssen. Diejenigen Zeitzeugen, die ich in den 90er Jahren getroffen habe und die erzählt haben, erzählten schreckliche Sachen. Sie erzählten von Kannibalismus, von Leichen am Straßengraben, davon, dass man als Kind nicht alleine auf die Straße gehen durfte, so die Eltern, die noch da waren, weil die Eltern Angst hatten, dass die Kinder gestohlen, umgebracht und aufgegessen werden. Wir befinden uns in den 20er Jahren in der Sowjetunion. Es tobt der Bürgerkrieg. Und so wie es in diesem beschriebenen Dorf aussieht, es nicht nur an der Wolga aus, sondern in sehr vielen Dörfern und Städten in der Sowjetunion. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, Güzel? Warum sieht es da so aus? Naja, eigentlich nannte es sich die große Hungersnot. Und in den Lehrbüchern steht diese Hungersnot mit 2 Jahren, 1921 bis 22. Aber diese Angabe von 2 Jahren stimmt eigentlich nicht, denn die professionellen Historiker, sie sprechen über 5 Jahre Hungersnot. Das heißt, direkt nach der Oktoberrevolution, seit 1918 bis 1923. Diese 5 Jahre herrschte Hunger im Lande und das könnte man schon eine nationale Katastrophe nennen, denn 35 Gouvernements von Russland waren mit dieser Hungersnot auch bedeckt. Insgesamt wohnten 90 Millionen Leute in diesen 35 Gouvernements. Und 40 davon waren von der Hungersnot betroffen. Der Hunger tobte also nicht nur im Wolga-Gebiet. Im Wolga-Gebiet war der am schlimmsten, aber auch im Kaukasus, aber auch in der Ukraine, auf der Krim, in Kasachstan, in Westsibirien. Das heißt, ganz viele Regionen von Russland
hungerten. Die Historiker einigen sich auf einer Zahl von 5 Millionen Tote. Es ist eine ungefähre Zahl. Man weiß nicht genau, wie viele Leute gestorben sind. Nur man einigt sich auf dieser Zahl, also ungefähr 5 Millionen. Und das ist natürlich nur die Spitze von dem Eisberg. Und die Masse vom Eisberg besteht aus viel mehr Leuten, die psychisch beschädigt waren, aber auch physisch durch die Krankheiten, die von diesem Hunger verursacht waren. Die Hauptvoraussetzung für diesen Hunger war die elende Wirtschaftslage im Lande nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die Hauptursache war Nahrungsmittelterror von der bolschewistischen Regierung. Dazu kamen auch ganz trockene Sommermonate. Und das alles führte also zu dieser Hungerkatastrophe. Eigentlich sollte die bolschewistische Regierung die Rote Armee verpflegen. Die Bolschewiken wollten an der Macht bleiben. Die sind gerade an die Macht gekommen. Und für die Macht zu erhalten, sollten sie halt die Weißen, die Weißgardisten auch bekämpfen und im Bürgerkrieg auch gewinnen. Die Rote Armee musste man verpflegen. Und diese Verpflegung, diese Produkte, Nahrungsmittel, die hat man eigentlich einfach bei denen genommen, die das hatten. Das heißt, auf dem Lande, bei den Bauern. Bauernschaft, das war halt das, die unter diesem Hunger auch am meisten gelitten hat. Erstmal hat man die sogenannte Ablieferungspflicht eingeführt und unter dem Motto Brot ist Gold und muss abgebaut werden, wirklich die Bauernhöfe ausgeplündert. Nur im Jahre 1920 hat man 700.000 Pferde auf dem Lande enteignet und an die Rote Armee übergeben. Und ein Pferd ist natürlich absolut wichtig für die Landwirtschaft. Man hat die sogenannte Nahrungsmittelarmee geschaffen. Das waren die Leute, sehr oft auch aus der Stadt. Und diese Leute hatten halt die Aufgabe, die Nahrungsmittel zu enteignen, das Vieh zu enteignen, die Sammelstätte vom Kern zu bewahren, die Leute unter Haft zu nehmen, die hungrigen Aufstände zu unterdrücken und so weiter. Also die ganze breite Palette von Aufgaben. Und durch diese Nahrungsmittelarmee waren eigentlich die Städter gegen die Bauer gesetzt sozusagen. Das heißt, dieser Gegenstand von der Stadt und von einem Dorf, der war da. Dazu kam auch eine ganz schlechte Lage auf der Eisenbahn. Die Eisenbahn war ja während des Bürgerkriegs auch zerrüttet. Das heißt, es gab kaum Kommunikation oder ganz schlimme Kommunikation zwischen den zentralen Stationen und entfernten Ecken von dem Lande. Das heißt, irgendwo da auf einer Zentralstation sammelten sich die Waggons mit Nahrungsmitteln und in den entfernten Dörfern sind die Leute vom Hunger einfach gestorben. Das könnte auch passieren. Später hat man diese Ablieferungspflicht durch die Nahrungsmittelsteuer ersetzt, aber das machte die Situation noch schlimmer. Und das alles führte dazu, was ich als Masse vom Eisberg bezeichnen könnte. Erstmal gab es ganz viele hungrige Aufstände. Die wurden natürlich ziemlich grausam unterdrückt. Es führte zum Aufschwung vom Banditismus. Die Leute haben versucht, mit der Waffe in der Hand ein bisschen Brot zu kriegen. Das führte aber auch zum Aufschwung von der Prostitution unter den Frauen, aber auch unter den Kindern. Das führte auch dementsprechend zum Aufschwung der sexuellen Krankheiten. Wie zum Beispiel Syphilis, das war eine ganze Epidemie von diesen Krankheiten. Dazu kamen die ganz normalen Epidemien, wie zum Beispiel Cholera und Typhus. Das ganze Wolga-Gebiet setzte sich in den Nomadenzustand. Das ist der Ausdruck aus den Zeitungen der Jahre, Nomadenzustand. Das heißt, die Leute haben einfach ihre Sachen gepackt und sich auf den Weg gegeben. Sie haben wirklich versucht, irgendwo in weiten Ecken der Welt ein besseres Leben zu finden. Sie strebten nach Turkestan, sie strebten nach Persien
Und ja, sie strebten irgendwo hin, um nur weg vom Zuhause und weg vom Hunger. Jetzt möchte ich eine kleine Illustration aus dem Roman machen und ein paar Zeilen aus dem Roman über diesen normalen Zustand auch vorlesen. Also, wer waren diese Leute, die im Wolga-Gebiet in diesem nomaden Zustand sich befanden? Da waren Tataren mit von Sonne und Staub geröteten Gesichtern, abgewetzte Tübetäkers, die traditionellen quadratischen Atlaskäppchen auf dem Kopf und fadenscheinige Bettdecken um die Schultern. Da waren breitgesichtige Modwiner, barfüßige Kirgisen, die ihre Halbseligkeiten auf den Rücken gebunden hatten, dunkelhäutige Udmurten, Roma in ganzen Gruppen, die schneller ausschritten und trotzdem munterer wirkten als die anderen, denn sie waren an das Nomadenleben gewöhnt, und weißblonde Deutsche aus den Steppen um Saratow. Einige zogen Karren mit ihrer Habe hinter sich her. Die hatten sie zum Schutz vor Sonne und Regen mit Rinderhäutern abgedeckt, deren mächtiges Gehörn nach vorn wies. So entstand der Eindruck, dass die Leute geheimnisvolle Tiere mit sich führten. Andere hatten ihre Sachen längst fortgeworfen und marschierten nun mit Stöcken, Krücken und leichtem Gepäck. Kinder hatte niemand dabei. Es war auch sehr üblich, dass die Leute anstatt der normalen Nahrungsmittel Ersatzbrot und Ersatznahrungsmittel gegessen haben. Was das ist, zeigt halt auch die zweite kleine Lesepassage aus dem Roman. Niemand, der bei Trost war, unternahm den Versuch, zu dieser Zeit im Wolga-Gebiet Eier, Butter, saure Sahne oder Zucker aufzutreiben. Denn diese Wörter galten seit Jahren nicht mehr als Bezeichnungen für Nahrungsmittel, sondern eher als Erinnerung an ein früheres Leben. Butter wurde nicht gegessen, davon konnte man höchstens noch träumen. Schokolade schenkte man Kindern nicht, sondern erzählte ihnen vielleicht davon. Gegessen wurden Ersatzprodukte. Brotersatz geriet am besten aus Hirse, Hafer und Kleie. Noch besser, wenn man etwas Ölkuchen, gleich welcher Sorte, hinzugab. Kaum genießbar war es indessen mit Moos und Kräutern, Brennesseln, Melde, Löwenzahnwurzeln, Rohrkolben, Schilf oder Seerosenpflanzen. Als schädliche Ersatzstoffe galten wilder Sauerampfer, Akazie, gefälschtes Schrott und Stroh. Strohmehl rührten nicht einmal die Schweine an. Auch Eichel und weiches Holz, Linde, Birke oder Kiefer wurden in den Brotteig gemischt. Doch Holzbrot vertrugen nicht viele. Und Brot mit Zusatz von Rinder- oder Pferdeblut zu backen, verstand nicht jeder. Auf den Basaren wurden Ölkuchen, Mehlstaub aus der Mühle, Kartoffelkraut oder geschossene Krähenfall geboten. Selten Milch oder Fisch, Kartoffeln, Sonnenblumenkerne oder Beeren. Schwarzmarkthändler vertrieben Leinöl und Maismehl als Delikatessen. Inzwischen war eine ganze Generation von Kindern herangewachsen, die noch nie süße oder saure Sahne gekostet hatte. Die Wörter kannten sie. Aber wie diese Köstlichkeiten schmeckten, wussten sie nicht. Und noch eine tragische Folge von dieser Hungersnot war die Zahl von 1,5 Millionen obdachlosen Kindern auf den Straßen. Das ist die offizielle Zahl, die hat man auch in den Zeitungen genannt. Das waren überwiegend Kinder von Bauern. Die haben ihre Eltern verloren oder, was auch nicht selten vorkam, haben die Eltern ihre Kinder einfach zu Hause gelassen oder irgendwo auf den Bahnhöfen gelassen. Und die Kinder waren alleine, sie haben versucht auch zu überleben. Solche Kinder, solche obdachlosen Kinder sind im Roman auch beschrieben. Dieses Thema von der großen Hungersnot ist in russischer, in der sowjetischer Geschichte umgangen und verschwiegen. Das nannte man Missernten eigentlich. Mein Roman versucht, diese Lücke einigermaßen zu füllen. Das heißt, ein bisschen mehr Wahrheit über diese Zeitperiode auch zu erzählen. D.
die ganze Materie, der ganze Stoff ist eigentlich so unhuman, so super schwierig, so unerträglich, dass ich von Anfang an verstanden habe, dass es die künstlerischen Lösungen gebraucht werden, die dem Leser den Zugang zur Materie erleichtern werden. Deswegen ist der Roman als ein Abenteuerroman geschrieben. Es geht, genau. Soll ich Stopp machen? Und dazu kommen wir, gleich. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte vorher noch ein paar Worte sagen. Man kann, wenn man sich die sowjetische Geschichte betrachtet, immer wieder Parallelen ziehen. Also, wir haben die Hungerkatastrophe in den folgenden 20er Jahren, weil die Lebensmittel den Bauern weggenommen werden und unterwegs aber auch vergammeln, ja, von Ratten aufgefressen werden oder feucht werden in den Waggons, in denen sie aufbewahrt werden. So etwas Ähnliches passiert in den 30er Jahren in der Ukraine, was heute Holodomor genannt wird, wo auch sehr viele Menschen eben gestorben sind, weil ihnen die Nahrungsmittel weggenommen worden sind. Unser Patron Lew Kopelew war als Jungkommissar einer von denen, die den Bauern die Lebensmittel weggenommen haben und hat es dann später bitterlich bereut, weil ihm wirklich erst später klar geworden ist, wo er mitgemacht hat in seiner Einstellung als Kommunist. Es gab sehr viele Hungerkatastrophen zwischen den beiden Weltkriegen, während des Zweiten Kriegs, also dass man welche Wurzeln man essen kann, was man im Wald alles sammeln kann und um den Hunger zu stillen, davon werden sehr viele von heute 70- bis 80-jährigen Menschen aus der Sowjetunion erzählen können. Und die Nahrungsmittelsteuer, die gab es bis in die 50er Jahre. Das heißt, jeder Bauer, der Vieh hatte oder Hühner hatte, musste entsprechend am Ende des Monats Eier oder Milch abliefern. Und zwar bevor er das für die eigene Familie überhaupt verwenden konnte. Also die Geschichte lebt weiter. Jetzt hat Güzel von den 1,5 Millionen obdachlosen Kindern erzählt, die es zu Zeiten des Bürgerkriegs gegeben hat. Und bei diesen obdachlosen Kindern war das so, beschreiben Sie es auch in Ihrem Roman, dass diejenigen, die es geschafft haben, irgendwie von der Straße wegzukommen, um in Waisenhäusern aufgenommen zu werden, sie gehörten eigentlich schon zu den glücklichen Kindern. Und für diese Kinder in den Waisenhäusern wurden Rettungszüge organisiert, die dann die Kinder in die etwas besseren Regionen Zentralasien bringen sollten, wo es einfach wärmer war, etwas mehr Lebensmittel vorhanden waren und man eher die Chance hatte zu überleben. Und wenn wir jetzt zu dem Zug zurückkommen, da haben wir also dieses Waisenhaus, aus dem die 500 Kinder aussortiert werden sollen, die man mitnimmt in den Zug und die auch die Chance haben, diese wochenlange Zugfahrt zu überstehen. Und wir haben hier schon den ersten Konflikt zwischen Beleja, die knallhart sagt, wir nehmen nur die, von denen wir wirklich ahnen können, dass die auch ankommen. Wir nehmen keine Behinderten, wir nehmen keine Kranken, wir nehmen vor allen Dingen auch, wenn es geht, gar keine Säuglinge. Und wir haben Dev, der so ein Mensch mit so einem großen Herzen ist, der jeden mitnimmt und vor allen Dingen auch die Behinderten und die Babys, weil er weiß, hier haben sie gar keine Chance. Die Kinder, die er aus diesem Waisenhaus mitnimmt, sind in so einem schlechten Zustand, dass sie noch nicht einmal etwas zum Anziehen haben und auch gar kein Schuhwerk. Das Ganze passiert aber im November, es regnet, es ist kalt. Das heißt, allein schon der Fußmarsch dieser Kinder bis zum Zug vom Waisenhaus aus kann für sie tödlich werden. Also er organisiert für sie Schuhe, wirklich nur für diesen Transport zum Zug. Er organisiert nachher für diese Kinder die Unterhemden und er versucht immer wieder Beleja zu beschummeln und auch den Fälscher des Zuges, indem er doch Kinder aufnimmt, die eigentlich gar nicht in diesen Zug gehören. Und ich lese Ihnen jetzt einen Ausschnitt. Da geht es um dieses, also die Kinder sind jetzt fast alle schon im Zug und jetzt gibt es nochmal ein Streitgespräch mit dem Fälscher. Um 2 Uhr mittags waren die medizinische Untersuchung und das Einsteigen beendet.
Die aufgeregten Gesichtchen der Fahrgäste drängten sich an den Wagenfenstern. Sie schauten in die traurigen Mienen der nicht zum Transport zugelassenen. Das knappe Dutzend wartete auf die Leiterin der Sammelstelle, die immer noch durch den Zug lief und ihren bisherigen Schützlingen und den Betreuerinnen möglichst viele Ermahnungen und Ratschläge zuzurufen. Auf Shapiro warteten auch die Kavalleristen, um das kleine Häuflein der Ausgemergelten und die Ausgemusterten zum Transport zum Bahnhofsvorplatz zu bringen, auf das Fuhrwerk zu verladen und die letzten paar Stiefel zu übernehmen. Die Menge der Herbeilaufenden wartete ebenfalls. Die Leute gingen nicht ihrer Wege, sondern drängten sich eher noch dichter um den Zug. Die Straßenkinder wuselten um die Wagen und suchten weiter nach einer Möglichkeit hineinzukommen. Zwei hatte der Lokführer bereits aus dem Tender geholt. Die hatten sich in einem Kohlehaufen vergraben und hofften, bis zur Abfahrt unentdeckt zu bleiben. Ein weiteres Pärchen zog Bele unter dem Stabswagen hervor. Jene, die Dev aus dem Einstiegsbereich von Dächern und Bremserhäuschen vertrieben hatte, waren schon vergessen. Auch Mütter mit Säuglingen liefen nach wie vor hin und her, suchten nach besonders gutmütig wirkenden Begleiterinnen und streckten ihnen die Kinder entgegen. »Nimm meins, es ist ganz leicht und isst fast nichts. Nimm meinen Sohn mit, ein stilles Kind. Nimm meins, nimm meins.« Die Männer in der Menge standen da und überlegten laut. Werden die Kinder für Geld gerettet oder für umsonst? Macht denn überhaupt jemand was für nass? Wo bringen sie die hin? Nach China? Zum Ozean, wo es Fisch gibt? Es heißt nach Amerika. Dort haben sie auch einen Ozean. Jetzt schaffen sie schon die Kinder fort. Heißt das, es gibt wieder Krieg? Wenn es doch so käme. Im Krieg haben wir wenigstens nicht gehungert. Her mit dem Krieg, Bürger! Es herrschte ein Trubel wie am Bahnsteig bei der Abfahrt des Schnellzuges Nummer 1 nach Moskau. Die Lok ließ die Dampfpfeife erschallen, als wollte sie ihre Stimme ausprobieren. Bei dem schrillen Laut, der alles andere übertönte, hielten sich die Leute die Ohren zu. Derweil ging Dave durch die Wagen und verteilte die Hemden. Er wollte, dass die Kinder sie sofort anzogen und nicht erst nach der Abfahrt. Die Heizung funktionierte zwar, war aber gerade erst angefeuert worden und ohne Kleidung und Decken mussten die Kinder frieren. Außerdem waren seine Fahrgäste in weiß gekleidet, besser von den Straßenkindern zu unterscheiden, sollte es einigen doch gelungen sein, hereinzuschlüpfen, um als blinde Passagiere mitzufahren. Zwei Dutzend Unterhemden waren für die Kleinsten und die Behinderten im Stabswagen bestimmt, wo Fatima das Kommando führte. Knappe 100 für je einen Platzkartenwagen. Die paar Dutzend, die noch übrig blieben, hatte er für die Bettlägerin im Lazarett vorgesehen. Dorthin gelangte Dev zuletzt. Er kam gar nicht hinein, denn auf den Stufen des Wagens stellte sich ihm Feldscher Bug mit finsterer Miene und zusammengekniffenen Lippen in den Weg. »Wie soll ich das verstehen?«, fragte er. Dabei flatterten seine Nasenflügel wie bei einem erregten Pferd. »Versteh, wie du willst«, gab Dev finster zurück. Nein, mit seiner riesigen Gestalt versperrte Bug auf der Treppe den Zugang und hing über dem untersetzten Dev wie eine Gewitterwolke. Nein, Bettlägerige dürfen nicht mitgenommen werden. Dann mach das doch, zischte Dev. Bis zur Abfahrt des Zuges blieben nur noch wenige Minuten. So rasch konnte er die Kinder nicht ausladen. Und wohin auch mit ihnen? Schließlich konnte man sie nicht einfach vor den Füßen der Gaffer auf die Erde legen. Er drückte dem Fälscher den Stapel Hemden an den Bauch, damit er sie übernahm. Doch der übersah die Geste. »Ich habe in 50 Jahren so viele Tote gesehen wie du Lebende«, sagte er. »Und für mich ist vollkommen klar, das sind keine Lebenden.« »Du musst nur sagen, was du brauchst«, wieder drückte Dave dem Fälscher die Hemden gegen den dicken Bauch und wieder vergeblich. »Medikamente, Milch, Eier, Fischöl oder gar Honig«, ich werde mich darum kümmern und ich finde etwas. Nur wenn es um mich selber geht, bin ich ein Waschlappen. Wenn es um andere geht, werde ich zum Tier. Der Fälscher schwieg und schnaufte geräuschvoll. Ich habe auch Geld, schob Dev nach, denn gerade waren ihm die silbernen Kreuze in der Tasche eingefallen. Noch einmal knallte dem Fälscher die Hemden gegen den Bauch, doch der Schrank stand still und stumm. »Die wachen einfach nicht mehr auf«, ließ Bug plötzlich hören. Er wirkte jetzt müde und alt.
Sie werden nicht schreien, sich nicht in Krämpfen winden und nicht sichtbar leiden. Sie gehen still und unbemerkt. Erst einer, dann der zweite, der dritte. Die ersten schaffen es nicht einmal bis nach Arsamas. Die nächsten erreichen vielleicht noch Samara oder Orenburg. Bis nach Samarkand kommt keiner. Als Dev das vor Müdigkeit graue Gesicht des Feldscharers schaute, die tief eingeschnittenen Falten sah, glaubte er zum ersten Mal, dass der schon über 70 war. Wir werden sie am Bahndamm begraben, fuhr Bug leise fort. Wieder pfiff die Lok, dass alles andere verstummte, doch Dev hörte jedes seiner Worte genau, als hallten sie in seinem Kopf wieder. Wir werden sie mit Erde bedecken, damit die Hunde sie nicht fressen. Das muss nachts geschehen, damit die anderen Kinder es nicht merken. Du wirst die Gruben ausheben und ich werde die kleinen Leichname bringen. Von dem schrillen Signal der Lok taten Dev die Ohren weh. Es ist deine Pflicht, sie zu retten, sagte Dev, ohne abzuwarten, bis das Geräusch verstummte. Er war sicher, dass Bug ihn verstand. Das ist ein Befehl. Damit legte er den Stapel Händen dem Fälscher auf die Schuhe voller Schmutz und Staub und ging davon. Also wir haben jetzt einen Zug mit 500 Kindern. Dieser Zug muss mehr als 4000 Kilometer schaffen. Der Zug hat einige Waggons, ausgemusterte Waggons. Der eine stammt noch aus der Zarenzeit mit einer eingebauten Möglichkeit zum Beten, eine Kapelle. Ein Teil des Zuges ist unglaublich luxuriös ausgerichtet. Die anderen Züge sind eher mit ganz harten Bänken, halt eben für die Kinder gedacht, die auch festgebunden werden müssen, damit man so viele Kinder wie möglich in diesen Zug schafft. Es ist eine sehr, sehr schwierige und entbehrungsreiche Reise, die über mehrere Wochen dauern wird und wo es einfach vom Anfang an schon klar ist, all das, was sie für diese Wochen brauchen, kriegen sie gar nicht. Also die haben allein schon in den ersten Tagen tatsächlich Lebensmittel und Heizmaterial nur für ein paar Tage. Das heißt, Dev muss sehr viel organisieren. Unterwegs sterben ihm Kinder, was eigentlich, wenn man das jetzt so zynisch sagen müsste, ganz günstig wäre, weil wenn er nur mit 2/3 Kinder ankommt, hat er dann auch nur für 2/3 der Kinder Lebensmittel zu organisieren. Aber er schafft es immer wieder unterwegs, neue Kinder aufzunehmen. Er schmuggelt diese Kinder immer wieder rein, sodass er auch am Ende wirklich mit 500 Kindern ankommt. Und das ist ein Roadmovie, bei dem am Ende sogar die Gleise in der Wüste verschwinden. Dev organisiert und alle helfen ihm mit, diesen Kinderzug bis nach Samarkand zu bringen. Dazu gehören die Kommunisten, dazu gehören die Kosaken, die eigentlich gegen die Kommunisten kämpfen, dazu gehören Banden. Also es ist so, das ist wie so ein spannender Film, ein Roadmovie mit so, irgendwie mit einem Happy End, aber alles, was Dev für die Kinder bekommt an Lebensmitteln und Heizwerkzeug, muss anderen weggenommen werden. Damit seine Kinder überleben, müssen andere Kinder sterben. Das ist dann so, das ist der Untertext. Aber der Haupttext ist tatsächlich ein Roadmovie, der so ein bisschen auch romantisch ist. Und wir haben Situationen, die beschrieben werden, wo ganz klar ist, es gibt eigentlich Lebensmittel in diesem Land, nur vergammeln die. Und wenn wir die Literatur der Gulag-Überlebenden lesen, dann wissen wir, dass es dort auch Vergewaltigung, Ermordung stattgefunden hat. Also sehr viel Tod und Schmerz. Aber in diesem Roman bei Ihnen, Güzel, kommt das gar nicht so vor. Und ich habe mich dann gefragt, gab es da eine bestimmte Idee, die ihnen vorschwebte, als sie all das Böse und Schlechte und Schlimme so umschifft haben mit dieser positiven Geschichte, wo alle für die Kinder sich zusammentun, egal welche Vorstellungen sie ansonsten haben. Naja, eigentlich haben Sie schon angehört, wie dieser Roman, dieser Text lautet. Und es gibt da wirklich viel ganz schwierige Seiten, die haben wir uns gerade angehört. Und
Wo ich mich in diese Materie vertieft habe, habe ich sofort bemerkt, dass ich den Wunsch habe, mich davon zu entfernen. Ich wollte mir diese Fotos mit armen Kindern gar nicht anschauen, denn die Kinder hatten die geschwollenen Bäuche, die überhaupt dünnen Beine und einige waren auch tot dabei. Oder ich wollte mir diese Texte, diese Memoirs zum Beispiel, diese Erinnerungsliteratur gar nicht lesen, denn es war zu schwierig. Und ich habe sofort verstanden, dass es auch für den Leser sehr schwierig sein wird, so eine Literatur zu lesen. Deswegen war es für mich eine ganz komplizierte Aufgabe, einen richtigen Maß des Schrecklichen auch zu finden und im Text zu zeigen. Das war für mich eine Aufgabe der Ausgleichung sozusagen. Ich habe drin in mir so eine Waage mir vorgestellt und auf einer Waagenschale lag dann dieser Stoff, dieser unhumane, schreckliche Stoff. Alle Fotos, Doku-Videos, einige gibt es schon, Zeitungen und so weiter. Das alles, was sich sehr schwierig lesen und sich anschauen lässt. Und auf die andere Waagenschale habe ich halt versucht, alles Mögliche zu legen, was dem Leser den psychologischen Zugang zur Materie erleichtern wird. Als erstes habe ich auf diese Waagenschale das Sujet gelegt. Das heißt, das Abenteuersujet. Eigentlich ist es wirklich ein Mythos, könnte man sagen. Ein Heldenmythos. Am Anfang haben wir den Helden, den Zugführer Dave. Der hat den Zug und soll diesen Zug bis zum gelobten Samarkand auch bringen. Auf seinem Wege trifft er viele Aufgaben und löst viele Aufgaben und schafft viele Wunder. Und das ist alles halt diese Abenteuergeschichte, diese Reisegeschichte oder Roadmovie. Das sollte, so wie ich das mir vorgestellt habe, den Leser auch fesseln. Das wäre dann eins. Zum Zweiten habe ich als dieses Gegengewicht auch Folklore und Mythologie gedacht. Im Roman gibt es ziemlich viele folklorische Elemente und die ganze Geschichte sieht eigentlich so aus, als wäre es die Legende über Arche Noah. Dieser Zug ist natürlich die Arche Noah und der Zugführer Dave ist der Noah selbst. Dieser Zug schwebt aus dem Tode, aus dem hungrigen Kasan, irgendwohin in den satten Samarkand. Und diese Mythologie, das könnte dem Leser wiederum den Zugang zum Text, zur Materie erleichtern. Dazu als drittes kamen dann die Liebesgeschichten und die ganz bunte, die ganz energische, die ganz vitale Kinderwelt. Denn die Kinder ist auch eine ganz besondere Farbe in diesem Roman. So habe ich versucht, wirklich den Text so verdaulich für den Leser zu machen wie möglich. Und diesen Maß des Schrecklichen habe ich wirklich wie ein Apotheker auf der Waage auch gemessen. Nachdem der Roman erschienen ist, gab es unterschiedliche Reaktionen auf den Text in Russland. Und es gab ganz unterschiedliche Reaktionen gerade auf diese Sache, auf diesen Maß des Schrecklichen. Einige Leser meinten, der Text wäre zu leicht, zu leichtsinnig, zu rosig, mit zu viel Anspielungen auf Folklore und Mythen. Das heißt, es wäre zu belletristisch. Andere Gruppe der Leser meinte, der Text wäre zu schwierig, der Text wäre zu unerträglich, der Text wäre wahrscheinlich auch nicht wahr. Denn so schlimm könnte ja die sowjetische Geschichte auch nicht sein. Das heißt, es gab schon diese gegenseitige, ganz emotionale Meinungen. Aber in dem Text ist der Maß der Schrecklichen so abgemessen, wie ich mir das für richtig auch vorgestellt habe. Das heißt, dass dieser Schrecken, von dem wir lesen, und Sie haben ja auch sehr viele realistische Darstellungen der sozialen Verhältnisse, Sie haben ja auch aus der Perspektive eines Kindes wird auch das Sterben beschrieben, also da stellen sich
haben sich bei mir die Haare aufgestellt. Also es ist schon sehr, sehr real. Und durch dieses Romantisierende, da wird der Schrecken nicht verharmlost. Nee, ich glaube, es wird nur dem Leser helfen, das alles bis zum Ende zu lesen. Ich wollte ja nicht, dass der Leser das Buch auf der Seite 5 oder auf der Seite 10 zuklappt und zur Seite legt. Ich wollte auch nicht, dass der Leser am Ende des Buches in einer absolut depressiven Stimmung das Buch zumacht. Ich wollte gerne, dass diese Geschichte der Form nach ein Abenteuerroman ist und dem Inhalt nach eine ganz seriöse Literatur über die Tragödie, über die nationale Katastrophe. Ich wäre froh sein, wenn die Jugendlichen zum Beispiel das als ein Abenteuerroman lesen könnten. Okay, ist für mich völlig okay. Aber die erwachsenen Leute, die Leute mit Empathie, sie verstehen sofort, dass dieser Roman auch den Untertext hat und dass es wirklich um die ganz tragischen Dinge geht. Und nicht nur darum, was direkt beschrieben ist, aber auch darum, was außerhalb des Textes bleibt, sozusagen. Noch eins wollte ich noch sagen, um den Text für den Leser interessanter, fesselnder zu machen, habe ich wirklich auch die kinematografischen, die Kinowerkzeuge im Buch auch genutzt. Ich habe versucht, diese Geschichte als einen Film zu schreiben, sodass der Leser sich einen Film anschaut, sozusagen, wo er den Text liest. Ich habe wirklich versucht, die Dialoge kurz zu machen, wie in einem Film. Ich habe wirklich versucht, die Sinne auch in den Abbildungen zu zeigen. Das heißt, aus dem Buch wollte ich gerne sozusagen einen Film machen. Und dieser Roman ist an der Grenze zwischen der Literatur und der Filmkunst geschrieben. So könnte man es ja auch beschreiben. Das Buch ist 2021 herausgekommen in Russland. Und Sie haben eben schon gesagt, es gab eine sehr große Diskussion, wie auch bei Ihrem ersten Buch. Also es gab Menschen, die das Buch toll fanden und die das auch sehr kritisiert haben. Und weil wir unter uns hier auch viele haben, die das sicherlich auch schon in Original und auf Russisch gelesen haben, dann wird Ihnen sicherlich auch nicht entgangen sein, dass es dort Diskussionen gegeben hat in Russland darüber, wie Sie zu den Materialien zu diesem Buch gekommen sind. Also der Vorwurf des Plagiats. Ich denke mal, das müssen wir auf jeden Fall jetzt mal ansprechen, denn Sie haben in Ihrem Buch sehr viele Quellen angegeben. Und ich würde Sie jetzt gerne fragen, wie haben Sie dieses Buch recherchiert? Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und wie haben Sie die ganzen Quellen gefunden? Und dann hätte ich ganz gerne, dass Sie auch erzählen, wie es zu diesem Plagiatsvorwurf gekommen ist. Ja, gerne. Eigentlich jedes Mal, wo ich versuche, mich in die historische Materie zu vertiefen, in eine Zeitperiode, versuche ich mir zwei Blicke zu verschaffen. Der erste Blick wäre dann ein Blick von oben aus der Vogelperspektive. Und so nenne ich den Blick von den professionellen Historikern. Das heißt, ich lese dann die Dokumentationsbücher, die Promovierungsarbeiten, die Artikel von professionellen Geschichtern. Und eigentlich ist das, verschafft das den Blick auf die Zahlen, auf die Fakten, auf die historischen Trends, also auf die ganz großen Sachen, den Blick von oben. Der ganz andere Blick wäre dann für mich der Blick von innen. Und das ist halt der emotionale Blick von denen, die das alles durchgelebt haben, das heißt von Zeugen. Und das findet man natürlich in den Dokumenten, die zu der Zeit geschaffen sind. Das sind die Memoirs, das sind Erinnerungsbücher, das sind auch die Zeitungen von der Zeit. Ich habe mich zum Beispiel in die Bibliothek gesetzt und einfach mir die Zeitung aus dem Jahr 1923, 24 genommen und einfach durchgeblättert und mich dadurch in das konkrete Jahr auch vertieft. Und diese zwei Blicke verschaffen so eine multidimensionales Verstehen der Zeit, sozusagen, multidimensionaler Blick auf die Zeit.
in dem Fall mit dem Buch, wo vielleicht das Leben wartet, habe ich halt all dies auch gemacht. Es war ziemlich leicht. Ich habe keine verborgenen Archive da irgendwo gefunden. Ich habe alle Informationen aus den offenen Quellen genommen. Es waren schon viele Quellen. Viele von denen sind am Ende des Buches aufgelistet. Aber wie gesagt, es gibt einen Überfluss an Informationen. Es gibt im Internet hunderte von Fotos aus der Zeit, einige Dokuaufnahmen. Es gibt ganz viele Bücher und in den Bibliotheken, den ganz normalen öffentlichen Bibliotheken, findet man nicht hunderte, aber Dutzende auf jeden Fall, Dutzende von Büchern, die über diese Zeit erzählen. Und ich meine jetzt zum Beispiel die Erinnerungen von den Hungerkämpfern, von den Sozialarbeitern, aber auch die Erinnerungen von den Kindern selbst. So habe ich mich halt in die Materie auch vertieft. Was die Plagiatgeschichte angeht, ja, das war auch eine Geschichte. Das heißt, das Buch ist am 8. März, am 9. März 1921 an das russische Publikum präsentiert worden. Und ein Mann hat am nächsten Tag den Plagiatvorwurf auch gemacht, ohne das Buch gelesen zu haben. Und das war schon eine Geschichte, die man nicht bemerken könnte, denn es war ein bisschen ziemlich so klar. Der Mann hat einfach das Buch, den Text nicht gelesen, aber das hat man ja auch aufgeblasen. Dadurch, dass jedes künstlerische Werk zur sowjetischen Geschichte sowieso eine hohe Aufmerksamkeit genießt, würde man so sagen. Jedes künstlerische Werk zum Thema sowjetische Vergangenheit steht im Fokus, denn das ist ein sehr politisiertes Thema und es ruft sofort die Besprechungen aus und diese Besprechungen werden auch ganz hart, ganz emotional, wie auch in meinem Fall ja geschehen ist. Aber nachdem das aufgeblasen wurde, kam es zu nichts und irgendwie ist der Mann auch aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ja, alles, was die sowjetische Geschichte betrifft, was die kritische Berichterstattung betrifft, ist ein schwieriges Thema zurzeit in Russland. Ich habe dieses Buch innerhalb von 2 Tagen und Nächten durchgelesen. Das ist unglaublich spannend. Ich finde, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass es so dick ist. Wenn man drin ist und man ist sehr schnell drin, saugt das einen geradezu auf. Und ich empfehle Ihnen allen, dieses Buch zu lesen. Und wenn wir mit unserem Gespräch fertig sind, haben Sie die Möglichkeiten, auch das Buch signiert zu bekommen. Und da das hier eine Aufzeichnung ist, haben wir die Möglichkeit, auch ein Gespräch zu führen, nachdem die Aufzeichnung beendet worden ist.